Wir schreiben das Jahr 2231. Die mutige Besatzung der Raumstation Sigma 3 stellt sich neuen Herausforderungen und erweitert so den Horizont der Menschheit Tag für Tag. Das ist doch völliger Quatsch! Was hier wirklich abgeht, erfahrt ihr jetzt. Raumstation Jupiter Sigma 3. Episode 3. Namensdiskussion. Captain Romero, warum werde ich Syntax genannt? Keine Ahnung. Du wurdest schon so genannt, als ich die Station vor 7 Monaten übernommen habe. Ich weiß, Captain Romero. Unter Syntax versteht man allgemein ein Regelsystem zur Kombination elementarer Zeichen zu zusammengesetzten Zeichen in natürlichen oder künstlichen Zeichensystemen. So das Lexikon. Schön vorgelesen. Du kannst nicht spontan sein und Unvorhergesehenes machen. Ist Rübsen spontan? Ich könnte dir spontan Goethes Faust rezitieren. Kannst du nicht. Der setzt bei dir einen aktiven Entscheidungsprozess voraus. Ich denke mal, dass es daher kommt, dass du künstlichen Ursprungs bist. Deswegen wohl auch Syntax? Mag sein. Doch kommt mein Wissen von Menschen und nur durch diese bin ich das, was ich bin. Warum kann ich nicht Julia heißen? Weil du eine männliche Stimme hast. Ich kann meine Stimme auch modulieren. Kannst du, wenn auch nicht sonderlich erfolgreich. Ich verstehe. Warum dann nicht Robert? Nicht Robert. Ich habe einen Neffen gleichen Namens und der ist zu doof, einen Eimer Wasser umzukippen. Julius? Der hat früher mal eine ganze Stadt angezündet. Ich möchte nicht ständig in Angst leben, dass du das mal mit der Raumstation machst. Peter. Nee, das assoziiere ich mit Peter dem Ersten von Spanien. Der wurde auch Peter der Grausame genannt. Soll ich mich ab jetzt nachts einschließen hier auf der Station? Michael? Das erinnert mich an den Schnorrer und Anarchisten Michael Bakunin. Der war zeitlebens immer dort, wo es nach Revolte roch. Das wäre das Letzte, was ich auf einer Ein-Mann-Raumstation brauchen könnte. Charles? Es wird nicht besser. Schon mal was von Charles Manson gehört? Ein Narzisst, der anderen seinem Namen morden ließ. Noch so ein Vorschlag und schalte dich ab. Donald? Schluss, aus, vorbei. Sag mal, kann es sein, dass dir ein paar Optokoppler oder Trioden durchgebrannt sind? Der Typ hat beinahe den Dritten Weltkrieg ausgelöst. Ich fasse es nicht. Captain Romé. Endlich herrscht Ruhe. Fortsetzung folgt. Dies war eine Produktion der Geschichtenkapsel.